ich komme zurück. Kann man ja nicht wissen, wenn man hier noch nicht war, ne? Boring. Ne, hier geht auch wirklich, da draußen sind so eine komischen Viecher. Wofür ist es Zeit? Ja. Sehr gut. Die DNA-Proben sind zerstört. Jetzt musst du nur noch die Stromversorgung des Labors lahmlegen, indem du einen winzigen Schalter umlegst. Ein Kinderspiel. Falls du nicht bei den heutigen Feierlichkeiten irgendwelche Finger verloren hast, solltest du alles im Griff haben. Naja, egal. Das war mein letzter Versuch, eine Halter-Umlegemission unterhaltsam zu gestalten. Oh, bei dir sind ja viele rote Bomben. Ja. Ich bring noch zwei mit. Oh, komm. Ach, das bist du ja gar nicht. Wo bist du? Oh, hier sieht man gar nicht durch. Wer fasst es? Sein Geblitze und Gefunkel. Ja. Tod zum Leben. Was hast du gesagt? 102 Folgen? Wir haben schon 105 jetzt. 105? Ja, fertig gerendert. Immer noch nicht erkennen. Ah, nee, hier sehe ich ja auch nichts, wenn hier alles funkt und blitzt und... Ich hänge hier immer fest. Irgendwer wollte mich saugen. Jetzt schon wieder. Hör doch mal auf. Töte ihn einfach. Ja, toll. Du rennst weg. Ja. Und lässt mich hier mit 5 Gegnern alleine. Ja, das kriegst du schon. Und sagst, töte ihn einfach. So, ich habe aber nicht so ein Badass-Ding, wo ich denn um mich haue. Ja, dafür kannst du mich schützen. Ja, den kann ich jetzt gerade nicht werfen. Den habe ich gerade geworfen. Ja. Wir alle haben unser Pärchen zu tragen. Ja. Und du hast eine geplatzte Kapillare. Nein, leider nicht. Was ist denn eine Kapillare, wenn du das vorzugehen hast? Eine dünne Ader. Ja, und was ist eine Ader? Eine geplatzte Kapillare. Knapp daneben. Ja, siehst du? Ich weiß. Hier war ich gerade. Warum läufst du denn jetzt hier wieder hin? Aua. Ja, verfolg den Kedos. Stech ihn in den Anus. Mach ihn ein neues Anusloch. Nicht mir. Aua. Au! Na. Wir laufen hier nur Slalom durch an den Gegnern vorbei. So, hier wir wollen es schaffen. Ich habe keinen Strom mehr für meine Experimente. Jetzt reicht's, Kammerjäger. Spüre meinen Zorn. Wutzweig, töte ihn. Das ist Wutzweig. Oh. Oh, ich hasse das. Ich sehe hier gar nichts. Ich muss mich noch umscannen. Ja. Ich komme zu dir. Ich versuche zu dir zu kommen. Du lebst wieder, ne? Gut. Ja, das machen wir immer. Oh, ich bin gleich tot. Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt eine Heidenangst, aber noch hast du mich nicht völlig gestoppt. Nee. Ich habe ein Ersatzlabor auf meinem Schiff. Komplett geil. Mit einer letzten Probe von Jacks DNA und der gefährlichsten genetischen Monstrosität, die Pandora je gesehen hat. Um mich wirklich zu stoppen, musst du zu meinem Schiff kommen und mich töten. Moment, wieso habe ich dir das verraten? Jämmerliche Bösewicht sie sind. Mein Gott, Mann, zeigen sie doch mal Rückgrat. Schleudern sie uns sarkastische Verhöhnungen entgegen oder sowas. Was? Nein! Hier ist eben nicht Jack, ne? Der Kammerjäger hat einen Haufen meiner Leute gekillt und jetzt ruiniert er meinen Plan. Ich sterbe vor Angst. Das war auch nicht sarkastisch. Das klang ziemlich ernst. Ja.
Das sieht lustig aus hier hinter dir. Hey, du hast Kedos verfolgt. Verfolgt ihn weiter. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich sterbe hier jetzt. Na, dir ist noch gar nicht aufgefallen, dass sie einfach Kedos heißt, ne? Das ist, ja, das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Oder neulich schon. Nicht letztes Mal, neulich. Da. Und warum eigentlich? Was nehmen wir da noch? Achso. Ey, wir haben dieses Jahr am 24. einen Vollmond. Den sogenannten Weihnachtsvollmond. Was ist sehr selten. Und den nächsten Weihnachtsvollmond werden wir erst wieder 2034 haben. Aha. So, geschafft. Ich will nämlich oben bleiben. Ich bin sozusagen oben auf. Jetzt nicht mehr. Oh, ein Kackklumpen. Huch, wo bist du? Jetzt ist er weg. Hm, na dann nicht. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Zur Hütte? Oh. Warum machen wir das eigentlich zu Fuß? So eine Dinger gab es bei Half-Life 2 auch, ne? So eine Stomper oder was weiß ich, wie die hießen. Ja, tatsächlich. Die hatten sogar, glaube ich, fast den gleichen Wachpunkt. Aber so eine Dinger gab es bei Borderlands 1 auch schon. Die hießen aber, glaube ich, anders. Die waren beim General Knox DLC. Ach so. Naja, bei der größten, bei der größten Patrone, die es gibt. Bei Half-Life 2, ja. Das war auch gut. Besonders der Endkampf. Der war sarkastisch. Der Endkampf. Ich akzeptiere nur Seraph. Mit Knox. Der Kampf. Und töte einen Wächter Seraphen. Oh, Kammerjäger, dann reden wir weiter. Ich habe Käfige aufgestellt. Finde sie. Keine Ahnung. Wo ist denn Hammercock? Der läuft hier draußen rum. Die haben eben beide alle durcheinander gesprochen hier. Jetzt bringt, wie uns der gute Professor in seiner Dummheit mitgeteilt hat, besitzt er noch ein zweites Genlabor, versteckt im Wrack seines abgestürzten Schiffes, der HSS Terminus. Dir als ausgesprochenem Badass wird es bestimmt keine Schwierigkeiten bereiten, sein Schiff aufzusuchen und ihm sein Lebenslicht auszupusten. Nö. Hammercock hat wieder drei Missionen. Heidiho, ich höre Gerüchte über einen kugelsicheren Bullimong, der sich in Hunters Grotto versteckt. Geh und leg ihn um, Kumpel. Ich darf dich doch so nennen. Ich experimentiere nämlich mit verschiedenen Kosenamen, um zu sehen, was geht und was nicht. Ja, das ist eine coole Mission mit dem F. Gut. Das ist schön. Diese Jagd wird etwas knifflig, fürchte ich. Du brauchst Pheromone, um einen scheuen Stalker namens Bloodtail anzulocken. Ich habe einige Pheromonampullen in der Nähe. Hol dir eine, ja? Da. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Hier liegt was. Herzstück der Jagd. Ich habe große dreiecksförmige Fußabdrücke entdeckt, die zu Candlerex Crack führen. Ich habe gerade Pheromone aufgenommen, glaube ich. Die lagen hier drin rum. Die haben wir also schon. Finde die Spur. Ja, warte, wir machen erstmal Hauptquest. Erstmal konnte ich noch gebrauchen. Die Spur mit, wo er die Kosenamen ausprobiert, ist ganz cool, die Jagdmission. Da kommt der immer. Ja, der ist gut. Nicht spoilern, gemacht. Nicht spoilern, nicht spoilern. Da ist doch kein Spoiler, er sagt halt nur andauernd Kosenamen. Das hat er ja im Hauptspiel auch schon gemacht. Mhm. Im Hauptspiel fand ich das besonders mega geil, hast du gut gemacht, Keule. Ja, das waren früher ja freundschaftlich anredende Namen gewesen. Keule kenne ich auch noch. So hat mein Cousin nicht mehr genommen. Hast du schon wieder so einen komischen genommen? What the fuck, bei mir hat gerade. Du hast gerade, als wir über das Wasser gefahren sind und du auf den Banditen geschossen hast, hast dein Held so gesagt, ich muss dringend wohin. Ich muss dringend was? Ich muss dringend wohin. Ja, muss ich auch. Oh, ich komme hier nicht weiter. Ah, oh, Gott sei Dank. Candlerex Crack? Candlerex Crack. Ein
Vorschlag. War richtig, ne? Auf mich zu jagen. Ich habe meine Geheimwaffe bereits gefunden und aktiviere sie jetzt. Geil. Also aktiviere die Geheimwaffe. Es gibt also keinen Grund, zur Terminus zu kommen und mich zu töten. Doch. Nicht den geringsten. Doch. Oh, ist das hübsch. Exi, endlich habe ich dich wiedergefunden. Ich habe dich so vermisst, Exi. Guck mal, da ist Exi. Ist aber ein Riesenvieh. Ist aber groß geworden. Hm. Hat auch immer Kraftfutter bekommen. Ey, du kennst doch bei Fallout, sind ja alle Tiere so gesehen durch Mutationen entstanden, ne? Ja. Ja, wie zum Beispiel die Bärfliege aus der Biene, logischerweise. Maulwurfsratten, logischerweise aus Maulwürfen. Und, Red-Kakerlaken, ja, also ne? Aus Kakerlaken. Und so weiter halt. Ne, ist ja logisch. Ja. Aber was denkst du, aus was sind, Todeskrallen entstanden? Todes was? Todeskrallen. Die kennst du ja auch, ne? Aus Fallout, ja. Oder? Die gibt's in Dings auch, in Fallout 4. Ja. In Fallout New Vegas gab's die auch. Nee, im Aber in Shader. Fallout New Vegas gab's die nicht so sehr Todeskrallen. Aus was können die entstanden sein? Aus Hunden? Ja, was denkst du? Aus Affen? Nee. Hast du so ungefähr ein Bild deiner Todeskralle so Freude vor deinem inneren Auge? Ja, sie sehen so ein bisschen, zumindest. Du musst den Professor finden und ausschalten, bevor er seine Geheimwaffe einsetzt. Irgendwie schon ironisch. Wir sind hier gekommen, um Kreaturen zu jagen und jetzt jagen. Sie sehen eigentlich aus wie große Ratten oder so, ne? Und eine Mischung aus Ratte und Hund, finde ich jedenfalls. Hast du gehört, was Klapschöp gerade gesagt hat? Nein, ich habe ja gerade erzählt. Achso. Ich wollte deine Frage beantworten. Ja, so bin ich nun mal. Sag nochmal, du sagst, es ist eine Mischung aus Ratte und Hund. Oder irgendwie so. Nee. Was ist es denn? Erzähl mal. Also zuerst sage ich dir nochmal, was Klapschöp gerade gesagt hat. Ja. Hier, also... Hammercock hat halt gesagt so, oh, wir sind hierher gekommen, um Kreaturen zu jagen und jetzt sagst du das Gefährlichste überhaupt und so weiter. Und dann hat Claptrap uns im Echolog so zugeflüstert, hör zu, Kammerjäger, der Mensch ist das gefährlichste Wesen, nur zur Information. Ja, so. Stimmt ja. Ja. So, nun erzähl, aus was bestehen die Viecher? Chamäleons. Ah, Chamäleons? Das passt ja überhaupt nicht. Naja, es ist aus Chamäleons, die mit dem FEV-Virus infiziert wurden. Ach so. Also das ist nicht einfach durch Radioaktivität entstanden, sondern durch Experimente mit dem FEV-Virus. So sind ja auch Supermutanten entstanden. Ach so. Die Supermutanten waren ja nicht durch die Radioaktivität entstanden. Dadurch sind ja Ghule entstanden, Menschen und Radioaktivität. Und die Supermutanten halt durch Experimente der Regierung, der Enklave. Die haben halt so eine neue Superwaffe erfunden namens FEV. So ein Virus, den sie über China abwerfen wollten. Damit halt, ne? Hm? Nee, gar nicht wahr. Die wollten den FEV-Virus den eigenen Soldaten geben, damit die stärker sind im Kampf gegen die Chinesen. Aber der Virus hat die Menschen halt mutieren lassen, dass sie halt dumm und stark wurden und halt Befehle befolgen. Halt was? Befehle befolgen. Also dass sie einfach nur halt. Ich laufe jetzt hier einfach durch, weil die spawnen ja immer wieder, ne? Ey, besiege die Edlen. Das waren buchstäblich meine besten Leute! Echt? Oh, ich bin so am Arsch! Mist! Nicht für mich. Oh. Ah, Kacke. Kannst du mir mal kurz helfen? Ich bin gerade selber bei so einem lehnenden. Ach so. Nein, bei mir hat sich was. Doch. Weißt Bescheid? Das kommt. Wenn ich mit Controller spiele, und das tue ich ja jetzt öfter, dann passiert ja nichts. Und da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber ist aus.
Ja, der stinkt. Guck dir das mal an. Mir ist irgendwie mal aufgefallen, dass man in Fallout 4 gar keinen Spitznamen hat. Kein Spitznamen? Ja, ich meine, in Fallout 1 war man ja irgendwie der Vault-Bewohner. In Fallout 2 der Auserwählte. In Fallout 3 war man ja der einsame Wanderer. Ach so. In Fallout New Vegas hieß man ja der Kurier. Und in Fallout 4, ja, da ist man halt einfach da. Und hat keinen Spitznamen irgendwie. Die Leute ja, ich hab noch nicht ein bisschen mehr wie die erste Stunde gespielt, ne? Ja, aber ich komme hier jetzt auch nicht dazu. Das ist, ist auch nicht so schlimm, das war ja... Ich wollte es bloß auch sehen. War ja auch nicht so teuer. Ja, ich habe ein paar Folgen schon mit rumgedauert. Also. Ja? Ich kann da schon ein bisschen was hochladen. Das ist schön. Nee, Freischalten. Ja, Freischalten ist erst ab Januar. Ja, das hattest du ja gestern erzählt in unserem Let's Talk. War das vorgestern, war das, ne? War das gestern? Oh. Ja, wir haben auf Arbeit, die Zeit rast. Wir haben im Moment ganz schön Stress zu Weihnachten, ja, zu kurz vorm Ende. Alle wollen sie noch was. Ist ja mitunter auch nicht verkehrt. Bei uns ist jetzt auch ziemlich sehr viel Stress, einfach aus dem Grund, weil die chirurgischen und die HNO-Stationen zumachen und alle auf die innere verlegt werden. Und warum machen die zu? Naja, wer lässt sich denn über Weihnachten operieren? Ach so. Oder? Ja, okay, das versucht man dann zu vermeiden, wenn es irgend geht, ne? Ja. Ist ja logisch. Ich bin da. Oh, hier ist ein Jack. Hätte ich beinahe gesagt. Das sah so aus, wie so eine Jack-Statue. Stehst du da? Ach ja, warte mal, ich will mir auch einen anderen Kopf einstellen. Das wird mal Zeit. Welchen nehmen wir denn? Oh, Mann. Den hatten wir noch nicht. Dann haben wir ein bisschen Partnerlook. Willkommen in Dr. Zs tragbare Klinik. Ich glaube, der hat was für dich, der Dr. Z. Also zumindest bei mir. Ich habe hier auch noch was für den Psycho. Ja, aber warum soll ich mir das kaufen? Das Beste findet man. Ja, warte mal. Ich hab was für den Psycho. Bleib mal bei mir stehen. So. Ja, so viel besser wird das nicht sein als bei Montanus. Ja, bloß ich brauch's ja nicht. Ja, perfekt. Do it fast. Hab schon. Ja, scheiße, hab ich dann trotzdem noch. Vielleicht kommt mal der Tag, wo du dich denn dran erinnerst. Da war doch noch was. Nein, nicht. Dann. Nee? Da sagst du nein, nicht. Okay. Ich hab dir ja gesagt, das ist so komisch. Du hast gar nichts gesagt. Hey, wo du mir gerade zuhörst, schon mal überlegt, nicht alle von meinen Banditenbrüdern umzulegen und dich lieber von uns ermorden und ausrauben zu lassen? Denk mal drüber nach. Ja, eine tolle Alternative. So ein blöder Aber Vorschlag. Er hat eine Alternative. Es gibt immer eine Alternative. Ja. Ja, deine ist wegrennen. Ich merke das schon wieder. Der lässt mich einfach stehen und rennt weg und sagt nichts. Ja, ich töte die Schwanzlosen, die halt wichtig sind für die Story. Du tötest die Schwanzlosen. Ja, das ist ein sehr machohafter Ausdruck. Um sich Frauen gegenüber verächtlich zu äußern. Okay. Falls du das verstehst. Ach, ich könnte ja mal wieder so tun. Hey, ich war beim Looten. Blöder Sack. Was machst du nur davon jetzt? Bist du tot? Hier ist ein Nest. Ja, ganz viele wilde Krieger. Ich spüre deine Strafe. Oh, ich brauche da einfach nur reinhalten. Das ist gut. Du spürst seinen Atem? Hat das wieder so einer? Wo bist denn du? Warte, ich bin bei dir. Ich bin ja bei dir. Gar nichts, Alter. Totgeburt! Oh, hat er mich weggeschubst. Ach, hier ist er.
War ja passend für dich, ne? Was da lag. Okay. Ich hab's gesehen. Sag nicht, kann sein. Ich hab's nicht gesehen, das Ding. Ja, du hast sie das doch angeguckt. Nicht? Okay. Nimm ruhig alles, ich hab auch schon zwei geleert jetzt hier. Vorhin, in der kurzen Zeit.